Bereit zur Rettung Auroras? Fox hat eine Aufnahme von seiner Quelle erhalten. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht hilft es uns. Was ist drauf? Spielen Sie es ab. Das war ein sehr langer Dialog. Ah, hier ist die Aufnahme, alles klar. Ich habe nicht viel Zeit. Einer von Walkers Männern, einer der Wolves. Walker hat ihn verprügelt. Heftig. Andere wurden getötet. Ich weiß nicht, ob es Deserteure oder Verräter waren. Ich weiß nicht, warum Walker das getan hat. Dieser Wolf, er weiß etwas. Bestimmt. Er wurde am antiken Hafen gesehen. Ihr müsst euch beeilen, bitte. Gut, dann machen wir das doch. Bestimmt. Mit dem desertierten Wolf sprechen. Er wurde im antiken Hafen gesehen. Das Dorf ist in der Region Whalers Bay an der Küste gegenüber einer Insel. Gut, dann sehen wir uns wie immer gleich dort. Wie kann es sein, dass so, wir befinden uns jetzt am antiken Hafen. Der ist direkt dort vorne. Und eine erste Drohnenaufklärung hat schon gezeigt, dort sind ein Haufen Wolves unterwegs. Und hier ist unsere Zielperson, so wie es aussieht. Ja. Ich denke, den werden wir jetzt erstmal ganz gepflegt retten. Den Wolf retten. Wo gibt's denn sowas? Naja, ehemaligen Wolf. Er ist ja ganz offensichtlich dezent in Ungnade gefallen. Achtung, Fallkontakt. Ja. Hier gibt es auch ansonsten noch ein paar Infos. Oh, 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 weg, 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 weg. Geht doch. Oh, Mann. Jetzt hat er sich so blöd an dieses scheiß Fass geklebt. In der letzten Folge hat er sich nicht an eine Kiste rangeklebt, in der in Deckung gehen sollte. Und jetzt geht er nicht mehr aus der Deckung raus. Was soll die Scheiße, ey? Mann. Meine Fresse. Ja, getroffen! Ja, toll. Ich bin gleich tot. Ja, danke schön. Ja, dann verbrauchen wir eben am Anfang der Folge direkt alle Bandagen. Aber vielleicht haben wir ja nachher nochmal die Gelegenheit, kurz am Biwak zu rasten, um neue Bandagen herzustellen. Und nochmal, ja, ich weiß, ich kann die einfach im Inventar herstellen. Aber das mache ich nicht der Immersion wegen. Denn theoretisch könnte man sich im Inventar permanent Spritzen craften. Mitten im Kampf und ja, finde ich doof und deswegen mache ich das nicht. So, komm mal her, du desertierter Wolf. Hey. Nein, nein. Doch, doch. Na, du siehst ja freundlich aus. Läufst du vor jemandem weg oder hinter jemandem her? Lach du ruhig. Hast du dich mal mit diesem Hurensohn Walker angelegt? Vor ein paar Wochen hat er ein paar von uns bei Regelverstößen erwischt. Kennt ihr schon den Witz? Den mit dem Rotkäppchen, wo sie in den Wald geht. Aber dieses Mal hat sie das Märchen schon gelesen und deshalb hat sie eine richtig, richtig große Wumme dabei. Sie geht zu Großmutters Haus und Überraschung, der große böse Wolf schnappt sie und sagt, jetzt hab ich dich und bumst dich die ganze Nacht. Oh ja, und wie? Aber Rotkäppchen zieht ihre Knarre, zieht ihren Rock hoch und sie sagt, von wem?
Du wirst mich lecken mit deiner großen Zunge. Gottverdammt! Achtung! Habt ihr euren Spaß? Wolves! Die Elite! Die Besten der Besten! Und jetzt seht euch an. Ihr trinkt, verbrüdert euch mit Zivilisten. Und was ist mit dir, du mieses Stück Scheiße? Du hast dieser Frau deine Waffe gegeben. Wir wollten nur mal abschalten, Sir. Oh, Scheiße. Tut mir leid. Wie konnte ich euch nur beim wohlverdienten Abschalten stören? Die Pistole ist nicht geladen, Sir. Also ich muss ja sagen, mir kommt sie doch ziemlich geladen vor. Was denkt ihr? Denkt ihr, ihr gehört zu meinen Wolves? Denkt ihr, ihr gehört auf mein Schlachtfeld? Wir werden sehen. Na los. Kommt schon. Kommt schon. Ich dachte, ich wäre schnell. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell ist. Wenn ich nicht geflohen wäre, wäre ich jetzt tot. Wie die anderen. Er ist sogar bereit, seine eigenen Leute zu töten. Naja, er stellt sehr hohe Ansprüche an uns. Nach diesem Vorfall ist er umgezogen. Walker hat sehr klare Vorstellungen davon, wie ein amerikanischer Soldat zu sein hat. Aber das kann nicht dein einziges Problem mit ihm sein. Was hat Walker vor? Du findest Antworten in der Einsatzbasis der Wolves. Sie heißt Shark Base. Sieh dich im Süden danach um. Ich sag's dir nur, damit meine Freunde dich nicht jagen müssen. Viel Spaß beim Sterben. Hat der nicht mitgekriegt, dass es nicht mehr seine Freunde sind? Vorsicht, nicht auf Zivilisten ziehen. Tja. Einmal Wolf, immer Wolf. Foto von der Shark Base. Eine Basis, eine unterirdische Basis mit Eingang am Fluss. Wo soll das hin, sein? Sie ist vom Turm von Albatross Peak in der Region Seal Island sichtbar. Seal Island. Gut, ich habe keine genaue Ahnung, wo das ist. Ich werde das suchen und dann sehen wir uns gleich an diesem besagten Turm. Bis gleich. So, da ist der Turm am Albatross Peak. Und da ist die Basis tatsächlich. Ich habe mir mal unterwegs einen Raketenheli geklaut. Dachte mir,
Warum nicht auch einfach mal stilvoll reisen? So, schauen wir doch mal. Landen wir einfach mal da drauf. Was sollte schon schief gehen, mitten auf einer Wolf-Basis zu landen? Oh ja, ich höre schon. Ja, und ich habe zwischendrin auch mal noch an einem Biwak gerastet und neue Bandagen hergestellt. Und meinen Erfahrungspunkte-Boost nochmal aufgefrischt. So, legen wir uns hier mal hin und klären mal die Lage auf. So, hier haben wir eine Malfas. Zwei Geschütztürme. Wir sollten nach Aufklärungsdaten ausschauen. Infos. Gegner. Shark Base. Ein Haufen Kisten. Ja, und halt ein Haufen Wolves. Wer hätte das gedacht? So, wie gehen wir denn da vor? Arbeiten wir uns von hier nach da. Okay. Dann springen wir doch einfach mal mit dem Fallschirm rein. Und hoffen, dass die Malfas hier... Weißt du was, wir schießen sie einfach ab. Feuer auf mein Kommando. Roger, bin unterwegs. Kommando analysiert. Feuer frei. Gut. Nicht so gut. Ich hätte es vielleicht besser timen sollen, dass er auch ins Wasser fällt. Aber gut. Solange die nicht wissen, genau wo wir sind. Und scheinbar wissen sie es nicht. Sehr gut. So, Dalle. Oh, hallo. Es wird langsam dunkel. Hey, du, na? Ziemlich gut. Die Definition von Bullet Drop. Ich lasse die Kugeln einfach von oben runterfallen. Haben wir denn noch? Ah, guck mal, da sitzt noch einer. Pling! Ich liebe dieses Geräusch. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so verdammt befriedigend. Ah, hier liegt die Drohne, okay. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt runterspringe mit dem Fallschirm, dass dann... Lass uns dann direkt ein Begrüßungskommando. Ach du Scheiße. Nein, 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 bitte nicht. Fuck, 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 fuck. Bereit, Ghostlied. Ja, Feuer. Ziel erledigt. Rock'n'Roll. Boah. Ein Heli kann ich jetzt absolut gar nicht gebrauchen. Vor allem, weil ich hier nirgends in Deckung gehen kann. So, wir gehen jetzt einfach. Nicht so weit nach vorne. Das sind noch die Geschütztürme. Das war nicht so optimal. Ich kann da nicht hoch. Das ist schade. Was macht er denn? Ist da jemand drin? Sag mal an. Offenbar nicht. Gut. Kann ich da hoch? Auch nicht. Dann müssen wir wohl hier die Treppe hoch. Hat sich wohl was mit leiser Infiltration. So, schauen wir aber doch trotzdem mal hier drin. Infos. MK14. Cool. K14.
Können die Geschütztürme sich bitte wieder einfahren? Was sieht's denn hier drin aus mit Wolves? Da hinten steht einer rum. Die Geschütztürme sind wieder eingefahren. Sehr gut. Vielleicht finden wir hier was. Und da in dem Bunker ist auf jeden Fall noch einer drin. Ach man. Kommt bestimmt gleich auf der anderen Seite raus. Da ist er. So geht das mal. Ja. So, wie kommen wir da hinten hoch? Irgendwie habe ich das nicht ganz durchdacht, wie mir scheint. Gibt es hier eine Tür vielleicht? Nö. Wie sind die hierher gekommen? Ja, dann geht doch auch drüber. Kann ich da drunter durch? Nö, wäre auch zu einfach gewesen. Ich hoffe, die Sonarsicht ist wieder aufgeladen. Die könnte ich jetzt für den Bunker echt gebrauchen. Ich bin gar nicht hier. Ach du Scheiße, direkt vorm Bunker. Dann direkt aktivieren, wenn wir draußen sind, falls es geht. Geht. Im Bunker ist tatsächlich keiner drin. Gut. Nice. Aber in dem Gang da hinten ist jemand drin. Habe ich gesehen. Drei Stück. Einer davon ein Raketenschütze. So. Da haben wir einen. Guter Schuss. Gleich kommt eine Rakete. Wow. Eieiei. Heidewitzka, Herr Kapitän. Oh, da ist eine Tür. Ist die offen? Nee, natürlich nicht. So, aber wo ist der Typ? Der ist da. War er das? War... Oh, Geschützturm. Nicht vergessen. Was? Ah, okay. Ja, ihr habt ja scheinbar nichts drauf. Fix it. Fix it. Also irgendwie... Fix it rennt immer komplett ohne Deckung rein mit seiner Schrotflinte. Vielleicht sollte ich dem mal eine andere Waffe verpassen. Hm. Was? Ist gar nicht eingefahren? Gar nicht ausgefahren? Ah, der ist kaputt? Die haben den schon kaputt geschossen. Ja, nice. Bestimmt die eine Rakete von eben. Die nicht mir galt. So, wo seid ihr? Vielleicht sollte ich vorher nachladen. Nur zur Sicherheit. Okay. Haben wir irgendwas, was da nützlich sein könnte? Ah, ja, hier. Konzentriert euch! Und macht sie kalt! Ach, da oben ist der. Aber die Sichtweite hier ist extrem begrenzt. Also der eine ist auf jeden Fall da oben. Augen auf, seht euch gut um! Ja, ja. Chill mal deine Nuggets. Was haben wir hier? Waffenaufsätze und Waffen, die wir nicht brauchen. Konzentriert euch und macht sie kalt. Ja, ja. So, da hinten werfen wir noch eine hin. Schaltet sie aus. Mhm. Ja, ah, guck mal da. Wärmebild. Ach, das ist ein Gabelstapler. Okay. Sucht nach Zielen. Sucht nach Zielen.
Der ist tot. Wer? Auf wen schießen die? Ach da, guck mal, er hat seine Position gewechselt. So, weg ist er. Genau. Ist der Gabelstapler? Ist die Frage, kommen die jetzt? Oder lassen sie es bleiben? Ist das ein Generator? Sehr gut. Jetzt ist hier schön finster. Aber warum sind die Dinger noch beleuchtet? Von draußen? Ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Hier haben wir eine Tür. Ja. Rücke zum Angriff vor! Nee, lass mal. Mach das nicht. Oh fuck, der ist da oben. Feindkontakt! Sauberer Schuss. Wir müssen aber da hinten hin. Oh, hallo, Waffenkiste. Ach, die neue Zerlegen-Funktion ist so gut. Gut, wenn ihr diese Folge seht, ist es schon nicht mehr so neu. Aber die Funktion ist einfach so gut. Müsst ihr mal im Bett mit eurem Partner rufen. So in diesem Ton. So bellen. So. Geht's da hinten rein? Könnt ihr auch mal rufen. Nein, geht es nicht. Also ist die Tür da vorne. Ja, super. Prima. Kriegst einen Keks. Mist, Fixe bist verletzt. Ja, da. Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wo läuft denn der rum? Knallt sie ab. Knallt sie ab. Ah, ich sehe nichts. Mann. Deckung! Einmal aufklären, bitte. Sag mal. Oh, die sind oben. Und einer ist da. Sag mal, kannst du mal aufhören, dauernd in mir rumzulaufen? Wäre sehr nett, danke. Solides Ding, Ghostlead. Jo. Oh Gott. Das ist eine schlechte Position. Ist er noch? Nein. Da. Dann Tür. Ja. Gott, ist das hier verzweigt. Verwinkelt, meine ich. Und Fixit liegt sonst wo. Und ich habe ihm nicht mal einen Feuerbefehl erteilt. Da sind die Baracken, so wie es aussieht. Deckung! Eine Kiste? Nehmen wir doch gerne mit. Ja, sie haben uns verloren. Also mich haben sie verloren, unsere Teamkameraden. Zumindest Fury wohl nicht. Ja, Fury, wo läufst du? Ach so, die will bestimmt zu. Ja, genau, die. Sie geht zu. Fix it. Um ihn wieder zu beleben. Gut, so, wir bewegen uns dann auch mal in die Richtung der gelben Punkte. Oh. Hallo? Ach man, immer dieses Licht, das durch die Wände klippt. So nervig. Ja, ja. Okay, da hinten hinter der Wand. Hm.
im Treppenhaus scheinbar erstmal nicht. So, höher kommen wir hier nicht. Ah, hier kommt man auf die obere, auf den oberen Gang. Dann lag Fixit wohl hier, würde ich vermuten. Du wirst geröstet. Oh, geröstet. Lecker. Ach, die sind weg. Das gibt Ärger. Hä? Keiner da? Doch, da sind. Ich hab's gesehen. Haben wir wieder? Nee, doch, haben wir. Tatsächlich. Okay. Schuss. Phänomenal. Der andere läuft da hinten. Die warten nur auf uns. Ja, natürlich macht er das. Die schnappen mir jetzt im Nahkampf. Hallo. Ja, ja. Dieser Schrei, halt. Okay, hier sind die Infos. Eine Waffenkiste für ein paar Teile. Uns fehlen noch Elite-Waffenteile. Für das Waffen-Upgrade auf MK3. Ich will nicht die Waffe tauschen. Ich will nicht die Waffe tauschen. Nein, ich will nicht die Waffe tauschen. Jetzt hab ich jetzt meine Waffe wieder. Hallo. Yay, Level up. Untersuchen, ja, geht doch. Schauen wir mal. Nukleus-Programm, Lagebericht. Ihr dürft das lesen, wenn ihr möchtet. Ich überfliege es jetzt nur. Für mich im Stillen. Okay. Okay, gut. Die nächsten Beweise sind hier drüben. Fundstück nehmen. Dumm, dumm. Walkers Tagebuch. Ich wollte nicht das Fundstück, ich wollte eigentlich hier. Ja, das... Ich drücke jetzt noch nicht M, weil wir gleich sowieso wieder M drücken dürfen. Bum. So. Komm. Eine Weltkarte. Es stecken Pins darin, die Ziele für potenzielle Drohnenangriffe markieren. Und das Tagebuch, wenn ihr es lesen möchtet. Hier einmal in groß. Fertig? Gut. So, dann fehlt noch eins. Ein Dokument der Shark Base, das wir noch nicht aufgeklärt haben. Ah doch, da hinten. Okay, nördlich. Warum haben die Wolves eigentlich alle keine Haare? Die haben alle so eine Maske an, aber keine Haare. Alle. Das sind halt einfach alle komplett haarlos. So, wie kommen wir da hin? Wofür zum Teufel braucht Walker ein U-Boot? U-Boot? Oh, U-Boot. Sehe ich jetzt erst. Waffenkiste. Oder andere Kiste. Oh, 2500 Skill-Credits. Team, kommt mal zu mir. Sammelt euch bei mir. Ja, Voice Attack ist abgestürzt. Ich kann es nicht mehr nutzen. Im Moment. Weil ich dafür raustappen müsste. Aus dem Spiel. Und dann geht V-Sync wieder nicht. Das ist irgendwie ein Bug mit Vulkan. Der Vulkan Engine. Kein Kontakt in diesem Gebiet. So, wo ist der Punkt? Wo müssen wir hin? Da unten. Wie viele davon haben wir noch? Eins. Da ist auch ganz schön hell da. Ach, das ist aber rotes Licht. Moment, da waren wir gerade.
Wir im Kreis gelaufen. Wir müssen runter. Es geht doch bestimmt irgendwo runter, oder? 20 fucking Minuten bin ich jetzt da rumgelaufen, nur um dann festzustellen, dass es dort ist, wo die Torpedos sind, wo wir gerade schon waren. Naja, habe ich mir zumindest die komplette Basis mal eingeprägt. Der Fuchs entkommt mit dem ganzen Hühnerstall. Scheiße. Guter Schuss. Ich glaube, das war's. Zu spät, das U-Boot ist fort. Gar nicht, das ist doch. Moment. Moment, da haben wir doch was. Raketenwerfer. Hier. Ich brauche nur freie Sicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, da gibt es keine freie Sicht. Aber ich glaube auch nicht, dass so ein Raketenwerfer gegen so ein U-Boot besonders viel ausrichtet. Probieren wir es einfach aus. Nun, offenbar macht's nichts. Warte, U-Boot, nimm mich mit. Geht nicht. Es kann mich nicht mitnehmen. Upp, ich bin gerade draufgeklettert. Ich würde mit. Nun, jetzt sollen wir mit Skell sprechen und ihn über Walkers Plan informieren. Auf der ganzen Welt Drohnenangriffe zu verüben. Und da sind wir auch schon. Hey Superhirn. Ich schätze, Sie wussten nichts von Walkers U-Boot. Ein U-Boot? Das klingt nicht gut. Fox hat eine neue Datei von seiner Quelle. Sie heißt Nucleus. Langsam werde ich echt neugierig auf unseren Informanten. Die Datei enthält eine Analyse darüber, was passiert, wenn bestimmte Politiker getötet werden oder Katastrophen bestimmte Gebiete treffen. So, dann lösen wir doch mal auf. Ein dritten Weltkrieg will Walkers Walker. Plan beginnt mit dem U-Boot, von dem ihre Drohnen starten. Dann verrichten die Drohnen ihr tödliches Werk. Das ist seine Zielvorgabe. Mir war das Ausmaß seiner Pläne nicht klar. Ich dachte, sie setzen sie auf nationaler Ebene ein, aber global? Und das dank meiner Arbeit. Hey, Superhirn. Sie wollten nur helfen. Und habe das Gegenteil bewirkt. Aber wir haben das Programm und vielleicht noch genug Zeit, um das U-Boot zu stoppen. Das Programm bringt nichts, wenn wir den Virus nicht hochladen können. Und die Quelle von Fox? Wir wissen, dass diese Person Zugang hat. Fox muss sie uns vorstellen. Ich weiß nicht, wo Fox ist, aber ich habe dieses Video gefunden und ich glaube, ich weiß, wer es geschickt hat. Miss Puri. Sie haben doch sicher eine Ahnung, wohin Mr. Skell sich verzogen hat. Ich versichere Ihnen, Mr. Stone, ich habe keine Ahnung. Dieser Archipel ist groß. Er hat viele Freunde, er könnte buchstäblich überall sein. Sind seine Freunde Ihre Freunde? Gibt's hier ein Problem, Stone? Oh. Hallo, Colonel. Cole. Miss Puri hat mir gerade erklärt, dass wir, um Jay Skell zu finden, Wohnungen durchsuchen und die Leute mitten in der Nacht aus ihren Häusern auf die Straße zerren müssen. Ist doch genau ihr Fachgebiet. Wissen Sie, was Ihr Problem ist, Stone? Ihnen fehlt Eleganz. Nun, wieso beglücken Sie uns dann nicht mit Ihrer taktischen Finesse? Wie finden wir ihn, diesen... Wie finden wir ihn, diesen Jay Skell? Wie wär's mit psychologischer Kriegsführung? Vielleicht kann Ihnen ja Miss Puri hier sogar behilflich dabei sein. Dann warten wir ab, wer Jay Skell verrät, und dann kann Ihre kleine Privatpolizei ihn einfach einsammeln. Denken Sie, das wäre im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, Stone? Die Schlacht um die Herzen. Sehr überzeugend.
Und alle sagen, Jace Gell wäre das Genie. Okay, Colonel. Ich kümmere mich darum. Hurensohn. Tja. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, Ayana. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nicht? Die Zeit wird kommen, wo Sie sich entscheiden müssen zwischen Freundschaft und Überleben. Mann, oh Mann. Bin ich gespannt, wie Sie sich entscheiden. Sieht nach Ärger im Paradies aus. Sie sagten, Sie wüssten, wer es geschickt hat? Ja. Ayana Puri, natürlich. Sie hat versucht, es zu verheimlichen. Geheimes E-Mail-Konto, verschlüsselter Absender und alles, was dazugehört. Süß, wirklich. Verschlüsselung war noch nie Ayanas Fachgebiet. Und nochmal lösen. Sie arbeitet mit Stone Walker zusammen, weil sie Angst hat. Aber ich muss mal gerade sagen, Stone ist auch ein ganz schönes Würstchen. Ne? Hat auch ganz schön Angst vor Walker. Sie ist es. Sie ist die Quelle. Sie hat von Anfang an die Videos geschickt. Sie versucht uns von der anderen Seite aus zu helfen. Ich hätte ihr vertrauen sollen. Sie und Foxy stehen sich nah. Er wollte ihre Identität schützen. Sie steckt in Schwierigkeiten und Fox versucht zu helfen. Er wusste, dass wir ihr nicht trauen. Ach, Fox. Das könnte ihn ins Grab bringen. Sicher sucht Fox bei Skull and West nach Ayana. Ich muss Fox folgen und sie beide retten. Arbeiten Sie weiter an dem Virus, Superhirn. Die Zeit läuft uns davon. Oh je, oh je, oh je. Foxy, 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 was machst du nur? Friendly Fire. Ich weiß, was es für eine Mission ist und ich will sie nicht spielen. Aber in der nächsten Folge werden wir das tun. Und dann wisst ihr auch, warum ich sie nicht spielen will. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.